Du auch, oder? Ja. Nee. Dauert's noch? Sollen wir nochmal neu starten? Wann geht's denn endlich los? Nochmal komplett endlich, ja. Wann geht's denn los? Sind wir bald da, ja. Ich muss mal. Doch, von Anfang an. Und damit Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play das Amt. Wer dabei? Ihr habt sie vielleicht schon gehört. Dieser Jube. Hallo. Und Vizebürgermeister Arne Hollig. Und moin, ich muss immer noch. Musst du gehen, ja? Jetzt muss ich wieder lachen. Dann geh noch mal. Geh mal kurz. Dumm, wieder da. Wir sind mittlerweile im November übrigens. Okay. So. November ist ein schöner Monat. Ja. Finde ich auch. Ja. Dezember hat auch was. Ich finde ja den Januar ganz nett. Stimmt. Ich bin jetzt hier so. Ne? Ja. Gehen wir mal rein. Ins leere Büro. Jeden Tag. Ich bin der Bürgermeister, ist leer hier. Ja, das glänzt immer, jeden Tag. Also, die hat ein Lob verdient. Ich finde es auch gut, dass wir so ein rotes Telefon nach Moskau haben. Tupfling an Moskau, wie steht's denn? Ja, oder Washington, direkt. Bitte die Atom und so, gib mal Gas. Mr. President, wir sind's. In Wirklichkeit ist der Bürgermeister der Mr. President. Ich glaube auch. Stimmt. Barack Ubelmoser. Das ist alles nur Double. Genau. Moser von Tupfling. Der Große. Ja. Wobei in seinem Fall eher der Fette, glaube ich. Aber gut, lassen wir das. Der mit dem Schnauzer. Das ist ja auch betrachtungsweise, ne? Der mit dem roten Stuhl. Okay, nein. Aus. So. Besuch begrüßen. Grüß Gott, Herr Merck. Den merke ich mir, wollte ich gerade auch sagen. So, wir können jetzt mal kurz drüber nachdenken. Was wird er uns wohl vorschlagen? Also in letzter Zeit, muss man ja sagen, haben auch die Herren der Schöpfung mal die eine oder andere großartige Idee gehabt. Jetzt von daher würde ich sagen, ist es jetzt mittlerweile so Richtung 50-50 umgesprungen, nachdem es ja fast keine landwirtschaftlichen Flächen mehr gibt. Deshalb frage ich ja, was meint ihr denn? Ferienhaus. Okay, Arno? Schätze ich sogar auch. Okay. Wir schauen rein. Bam, bam, bam. Viehzuchtbetrieb, ja. Das ist doch ein schönes Ferienhaus. Das ist ein ganz schönes Ferienhaus. Es hat Fenster, Gardinen. Ferien auf dem Bauernhof. Na, morgens wirst du von der kalten vom Pferd abgeschleckt. Das nicht hätten sie auch weg. Das klingt schlecht, aber. Soll gesund sein. Ja, prinzipiell schon. Es ist ja auch nur in dem Let's Play, wo wir was dagegen haben. Eigentlich. Eigentlich und sowieso. Hat einer von euch mal Ferien auf dem Bauernhof gemacht? Nein. Mensch, ich mache immer diese Talk-Anspielung. Sollte Moderator werden. Das war echt. Bei der Stimme auf jeden Fall. So. Sollen das jetzt schon wieder? Sie möchte es uns verkaufen. Nein. Also, das ist eine Fernsehstimme. Fernsehtauglich. Radio. Ich habe alles. Ich habe keine fernsehtaugliche Stimme. Sie will wieder verkaufen, dann filmen wir sie wieder ab, ja? Ich weiß schon, dass die sehr viel ab kann. Die ist schon trainiert durch uns. Ja, ich weiß. Du bist das Land wohl gratis. Pantler, ich begrüße die. Ja. Der sah auch mal anders aus. Ja, das Fernsehen hat ihm bisschen nicht so gut getan. Bisschen zugelegt. Er möchte uns gerne einen verkaufen. Ja, das können wir eher machen. Vernünftiges Angebot. Bier. So viel habe ich leider nicht mehr. Sollen wir jetzt dann schon oder noch einmal? Ja, ein ja, Bier ich würde sagen, noch. Ja, okay, ein Bier. Das verträgt das sicherlich. Ja, okay. Aber immerhin, glaube ich, um knapp 30.000 runtergehandelt fast. Ist nicht so schlecht. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ja, die Dollarzeichen steigen auf in den Augen. Ja. Yeah. Frau Manske. Grüß Gott. Sie waren heute schon. Ja, zumindest ihre Zwillingsschwester. Ihre Zwillingsschwester war vorher schon da. Haben sie geheiratet oder war das ihre? Ja. Die hieß anders. 1,5 Minuten weg, hat geheiratet, ist wieder nüchtern. Jetzt deckt ihr gleich eine Tragegeschichte auf. Die wusste gar nicht, dass sie einen Zwilling hat. Oh mein Gott. Oh. Tragik beim Amt?
von Die der Mutter Story. damals getrennt wurden will. Tupfling. In einem kleinen, beschaulichen Dorf nahe des Chiemsees, sage ich jetzt mal. So, wir gehen nochmal mit dir nach. Du darfst mal die Frau lesen, ja? Sayube. Mal wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nichts anderes. Nee, wir zu haben tun. Ja eh noch Besuch, aber wir ist, müssen. Die ist gar nicht da. Doch, doch, die kommt gleich. Kommt gleich. Grüß Gott, Herr Oland. Ja, der Typ. Umweltpolitik ist der wichtigste Punkt. Was sagen wir da, Anno? Jo, meh. Das ist korrekt. Die Ansicht zu verstehen, das ist. Korrekt? Korrekt. Ist ja aber gegen. Was hat er denn gesagt? Das Umwelt, ja, Umwelt ist der wichtigste Punkt. Nein, Tourismus, Ferienhaus ist das wichtigste. Ja, ich will, meinen Sie nicht, dass diese Einstellung falsch ist? Nee, es klingt schon so. Gleich das Unterste. Ja. Du könntest auch ruhig mal wieder Besuch bei nach Hause bringen. Die ist ähnlich vergesslich wie die andere, du weißt. Irgendwie, ne? Der eben da war, das war ja gar kein Besuch. Ich will auch mal reden. Ich will nicht immer in die Küche verschwinden müssen, wenn da jemand kommt. Es war schon ein Besuch, irgendwie. Ich will auch mal einen Weizen betrinken. Amo, ein Zaffer. Du hast auch eine kurze Woche. Ja, aber ich hab's nicht umgestellt. Die erste Woche ist immer kurz. Der versteht das erst beim zweiten Mal. 11.500. Haben wir da schon länger nicht mehr reingeguckt oder ist da jetzt irgendwas? Nö, wir gucken eigentlich jede Folge mal rein. Ich wollte gerade sagen, ich bin etwas überrascht. Da gab's wohl viel dreckige Wäsche zu waschen. Ja, guck mal, hier die ersten sind alle über. Fast alle über 100. Nicht schlecht. Okay. Leistung, Leistung. Dann ist die Woche aber auch schon rum. Wir haben jetzt gar nicht groß was eingestellt. Deshalb ist die Gemeinderatssitzung auch schnell vorbei. Tag, tschüss. Das war ja schnell. So, in die Kirche gehen wir erstmal auch nicht. Aber natürlich in Stammtisch. So, wer mag? Gestern war ich bei der Eröffnungsfeier einer Bäckerei im Dorfe. Das kann ich nicht auch vorlesen, das muss jemand anders sagen. So, noch eine Bäckerei im Dorf, ob das gut geht. Wer hat denn den Sachsen wieder eingeladen? Haben wir den nicht rausgeschmissen aus dem Stammtisch? Schmeiß den Sachsen vom Stammtisch. Ja, wobei in Bayern kann es ja häufiger noch kommen, weil ne, die Nähe. Weil diese verkappten zum Osten, Bayern. Die Nähe zum Osten. Gestern war ich bei der Eröffnungsfeier eines Supermarkts im Dorf. Es gab doch wohl Sekt zum Empfang, oder? Ich hätte jetzt was anderes gesagt. Nur freilich. Zwei Buchstaben ausgetauscht, sehe ich das richtig? Hallo? 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 Ja? Hallo? Hallo? Du hast da was gesagt? Ich verstehe ihn gerade sehr schlecht. Ich auch. Okay. Das liegt nicht an mir. Okay. Ich lese mal vor, was da steht. Vielleicht wieder das. Habt ihr schon gehört, dass im Dorf ein Fliesenlegerfachbetrieb neu eröffnet hat? Früher war dort ein Gemüsehändler. Hört ihr mich wirklich schlechter? Ja. Ja, dann machen wir hier mal kurz einen Break. Wir sind ein gleich wieder raten. Da. Müssen ein bisschen raten, was du gerade sagen wolltest. Aber in deiner Aufnahme müsste es ja perfekt sein. Du überträgst ja kein Internet von dir zu deinen Traps. Also. Möglich. Also hört ihr mich nur verpixelt oder was? Jetzt oder geht's leise? Wieder. Es ist wie eine schwache Leitung. Ja. Ah, okay. Aber also dann, es geht. Dann sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Nee. Wir machen natürlich okay, noch weiter. mehr, wir wollen mehr. So. Was wollt ihr denn? Mauam, ins Rathaus. Jetzt kommst du wieder langsam besser rüber. Herr Poddig. Das Gie nee, ist voll groß, oder? Aus. Das Gie ist irgendwie groß, oder? Im Vergleich zum Rest. Ja, stimmt. Ja. Poddig. Ja. Das Gott. Betont man so. Ja, wobei das G ist immer groß irgendwie. Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Dramatische Ereignisse in Folge 40. Tupflingen. Ja. Tupflingen. Und nun zum Wetter. Ja, genau.
Er möchte uns das gerne abkaufen. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Plan ist. Das Abkaufen nicht so gut? Vor allen Dingen ist das ein großes Stück Land. Ja, das würde ich gerne an eine Frau verkaufen. Ja. Weil, also, Nee, dann lehn ab. Lehn ab. ja, weil, nur für dich nochmal zur Erklärung: Frauen bauen immer gut. Ja? Okay, für den Verkauf an die Zwillinge. Männer, eine Zwillinge? Die Frau, die eben doppelt im Biergarten saß, also im Spitzer. Meine Ah, Güte, hast du ein Kurzzeitgedächtnis? das war nicht letzte Folge. Frau Friese, sie möchte uns alles verkaufen. Eigentlich möchte ich das auch nicht, aber. Wir hätten dann noch 5,29 Hektar im Der Angebot. Preis Möchtest du ist sie völlig haben? unakzeptabel. Sind die Stadtkassen so leer? Ich verzichte. Wir Geht waren uns doch. total Feinde. Aber gut. Bei uns daheim ist wieder ein Politiker. Yay! Herr Wein, Gehen wir doch da diesmal wollen zuerst Sie hin. ein Bier? Herr Wein, möchten Sie gerne einen Sekt? Bier, Spirituosen, irgendwas. Können wir Ihnen was anderes anbieten? Ich hätte gerne eine Limo. So, er möchte mit uns über Landwirtschaft reden. Ein heikles Thema. Wie sehen Sie denn zurzeit die Sache? Ja, es sieht so aus, als würde hier irgendwie die Pfeife fehlen, oder? Ja, die Haltung von ihm ist Musst jetzt merkwürdig. aufpassen, was du sagst. So ist die Haltung. Ich als Mitglied der EVP sehe das so. Die Landwirtschaftspolitik ist der wichtigste Punkt. Was? Mäh. Könnte ich sie vielleicht umstimmen? Ja, das Problem ist, dann müssen wir Geld bezahlen und das ist meistens so hoch. Es wird aus So. unserer Firmenkasse rausgenommen, dass wir dann definitiv ins Minus geraten. Das zweite nehmen. Das hier? Bedenke, dass du bei den Gewerbebetreibenden höhere Preise verlangst. Wir haben schließlich Ne? Ja. Anfahrtskosten. Mir fällt jetzt erst auf, was wir für einen Riesenkamin haben. Nochmal rein, ja? Oh, andere Denk Musik. So. daran, was du den Wählern versprochen hast. Halte viele kulturelle Veranstaltungen ab. Passt schon. Okay, du Mann. Ja. Weder versprochen, ja. Herr Wir Gössel. haben noch mal was bei der Wahl versprochen. Ja, wir sind ganz Politiker. Was haben wir versprochen? Ich habe keine Ahnung, ist schon so lange her. Ja, ja. Sie haben mich da missverstanden. Ich habe Ihnen nicht etwas versprochen. Ich habe mich versprochen. Versprochen, ja. Herr Rücker. Herr Rüger, Sie sehen aber aus wie Herr Panzer. Ich wollte gerade sagen, Herr Ja. Panzer, es ist also Noch ein Zwilling. Ihnen wie aus dem Bild geschnitten, also wie aus dem Bild geschnitten hier gerade, aber gut. Tüpfling, Zwillingsfabrik entstanden. Yeah. Herr Baum, Sie Angriff sehen der auch ein bisschen aus Klonkrieger. wie Herr Panzer. Lassen, egal mit dem Grundstückskauf, wie ist denn das? Er möchte uns das verkaufen, das nehmen wir gerne an. 5,2 Hektar, das ist super. Einmal hier, einmal da, Und einmal immer dort. hier. Oh ja, 143, das geht. Schön. Und da ist nochmal hier Zwilling, Drilling mittlerweile. Frau Hirteis, die hat schon Müssen wir wieder eine geheiratet. Strichliste Die hat einführen schon oder wieder so? geheiratet. Oh. Ja, wer hätte gestern geheiratet? Die möchte uns eins abkaufen. Das können wir gerne. Also hier. 1, 2, 3 und fertsch. Ich freue mich, dass wir ins Geschäft kommen. Ich werde beim Notar das Notwendige veranlassen. Auf Wiedersehen. Der Und erzählen Sie Lippspitze nichts meinen Zwillingsschwestern. Klassisches Servus kommt von Ihnen. Ja. So, was mit den Zwillingsschwestern? Was, wie, wo? Und erzählen Sie nichts meinen Zwillingsschwestern. Ich war Nee. nie hier. Oh. Wir nehmen 4.000 ein pro Runde, oder? Circa? Ja. Lübt. Läuft. Genau. Lübt. Das ist Was so von denn? mir so. Du Du klaust Lieb! heute aber auch alles. Du klaust das Stimmungsbarometer von Tom. Du klaust das Infovideo. Gar Du nicht. bist ja gar nicht. Hab ich gar nicht geklaut. Nein, Oh, du guck mal, doch das ist, glaub, nicht. das, was wir gerade gekauft haben. 5,2. Bauen wir gleich mal um, oder? Würde ich sagen, dann haben wir nämlich nur zwei landwirtschaftliche Betriebe auf dieser Ansicht.
Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Du wolltest zu Blondie. Ja. Oh, und was wir auch mal gucken könnten noch. Oh, schau mal hier. Die Ausschreibungen sind nämlich fertig für unsere Straßen. Für diese Menge an Straßen, die ich gebaut habe. In der Folge, wo du permanent deine dein Geburtsjahr vorgelesen hast. Echt? Mhm. Habe ich die ein oder andere Straße gebaut? Getan. Da habe ich die ein oder andere Straße gebaut. Das werde ich auch nie wieder tun. Sorry übrigens, wenn ich dir da so viel Redezeit geklaut habe. Macht nichts. Okay, hier haben wir nur ein Angebot. Da haben wir ein paar. Na, zumindest zwei. Das Einzige, was hier ein bisschen schade ist, dass man nicht sieht, welches jetzt von eventuell vom Gemeindegebiet ist und welches nicht. Ja, aber siehst du das nicht hier? Land Bayern halt, ja. Aber da gibt es ja auch den Unterschied. Wir hätten jetzt hier auf Gemeindegebiet umstellen können, hätten wir rauskriegen können, okay, welches ist eins von unserer Gemeinde. Aber meistens kamen da keine Angebote. Wenn man sieht, sau teuer, glaube ich. Mhm. Naja, wird schon irgendwie klappen. Daumen drücken, Daumen drücken. Ja. So. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Runde nochmal eben. Kurz mal. Und haben ja ein bisschen was zu tun. Als Bürgermeister möchte ich heute die Gemeinderatssitzung eröffnen. Da wir heute einiges... Ruhe auf den billigen Plätzen. Da wir heute einiges zu beschließen haben, möchte ich gerne anfangen. Yeah. Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Zweitens, Flächennutzungsänderung. Eine Flächennutzungsänderung soll im Berggebiet erfolgen. Der folgende Plan zeigt die Fläche. Ja, wieso uns auch immer das immer nochmal wieder gezeigt wird. Wir haben so erst vor 2 Minuten eingestellt, aber so schlecht ist unser Gedächtnis jetzt auch nicht. Nun, meine Herren, was meinen Sie? Als gewählter Volksvertreter der EVP will ich Sie darauf hinweisen, dass im Bergbaugebiet bereits 20,11% der Flächen durch Tourismus genutzt werden und auch schon bebaut sind. Danke, lieber Statistikfreak. Schon oder erst? Eigentlich erst, ne? Also von 100% finde ich 20, irgendwas wenig. Das ist ja gerade mal ein Fünftel. Ja. Möchte noch jemand was sagen? Dann können wir ja beschließen. Dann können wir ja. Das klingt wie schon was nach einem anderen Akzent. Nö, da können wir ja beschließen. Ja. 10 to 6. Ja, mehr hätte es geahnt. Der Antrag ist damit angenommen. Yeah. 10 to 6 erreichen wir übrigens immer, weil unsere Partei 10 Mitglieder hat. Und alle anderen sind immer dagegen? Meistens. Mal so eine Phase, da waren sie so ein bisschen auf unserer Seite, aber das ist auch schon wieder her. Mittlerweile haben sie uns durchschaut. Nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Drittens, öffentliche Ausschreibung. Wie Sie sich sicherlich erinnern, ja natürlich, Arno, ne? Haben wir immer an der Zeit den Bau einer Straße beschlossen. So. Hier. Nur eine einzigen? Nein. Das ist jetzt halt. Das ist eine Autobahntrasse. Ja. Liegen hierfür schon Angebote vor? Natürlich. Wir sind doch vorbereitet. Folgende Liste zeigt die Bewerber und ihre Angebote. Genau, da können wir uns einen aussuchen. Eins. Ja. A oder A. Nun, was halten Sie von meinem Vorschlag? Wir sollten dem Bürgermeister zustimmen. Das heißt aber noch nicht, dass wir deshalb keinen 10 to 6 haben, ne? Sollen wir jetzt abstimmen? Ja, schon. Jo. Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? 12 zu 4, schau mal, hier, hast du es gleich mal miterlebt. 12 zu 4. Wir konnten Überzeugungsarbeit leisten. Wahrscheinlich ist es gute einer, Arbeit. Wahrscheinlich ist es einer aus dem Gemeindegebiet, diese Holz, irgendwas. So. 2,54. Endlich hat mein Haus einen Autobahnanschluss. Liegen hier schon Angebote vor? Natürlich liegen hier bereits. Ja. Wie viele Straßen sind das jetzt? Broster. Das ist jetzt die zweite. Ich finde, wir nehmen Broster, denn Broster ist für alle. Ist schon teurer, ne? Du wirst lachen, ich hatte genau das im Kopf. Echt? Ja. Ja, ist teurer, aber das unzureichend. Wir sollten neu ausschreiben, ist mir egal. Wir stimmen nochmal neu ab. So, zack.
Da ist nichts zu sagen. 14 zu 2, das ist sogar besser als die letzte gelaufen, weißt du? Ich glaube, 14. Ja, so wie wir da sitzen, habe ich auch das Gefühl, wir schlagen jedes Mal unser Faust auf den Tisch und dann klappt das schon. Mhm. Burg. So, also hier, das ist jetzt Straße Nummer 3. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren. Es liegen bereits Angebote vor. Holzmüller oder Broster? Diesmal ist Broster günstiger als Holzmüller. Wer ist denn besser? Broster war besser vom Abstimmungsergebnis. Dann Broster. Diesmal keine Gegenargumente, das ist eigentlich nicht gut. Sie sagen nichts mehr. Ja. Bringen wir es einfach hinter uns. 13 zu 3, ja. Jetzt hat man drei unterschiedliche Ergebnisse. Das ist erstaunlich. So, Straßen Nummer 4. Ja. Sag mal, wie viel habe ich denn da vorgelesen? Oh, Delemesching. Delemeschnik. Heißt der? Ja. Delle ich nicht. Keine Gegenargumente, jetzt bin ich gespannt. Ja, die haben alle keine Lust mehr zu reden, die wollen nach Hause. Zum Stammtisch. 13 zu 3. Na schade. So, nächste Straße. Alter. Ich werde nie wieder was aus Wikipedia vorlesen. Straßen später. Holzmüller, Broster. Nennen wir diesmal Holzmüller. Wieder, so. Lebt denn der alte Holzmüller? Ich habe da auch gerade dran gedacht. Seid ihr jetzt auch schon so ähnlich? Ach du Schande. Ich kann Gedanken lesen, habe ich dir das noch nicht erzählt? Das ist ein Talent, was ich gelernt habe in meiner AP. Nächste Straße. Ja, gibt ein bisschen Überlänge jetzt mit der Folge, aber egal, wir sind ja völlig wurscht. Wir müssen das hier jetzt zu Ende bringen, tut mir leid. Und jetzt haben wir alle drei nochmal zur Auswahl. Sollen wir den Mitte nehmen oder? Ja, lass mal den Schnick nehmen, der ist günstig. Ja, genau. Keine Gegenargumente, super. 15 zu 1, bitte. Na gut. So, nächste Straße. Boah, Alter. Es gibt ja gar nicht. Die Folge. Will ich mal kurz eine Werbepause einblenden? Die folgenden. Die Zeit ziehen wir von der nächsten Folge ab. Okay, es hat in der letzten Folge auch schon nicht geklappt. Muss unten noch so ein Newsbanner einblenden lassen. Die nachfolgende Sendung Wetten, das verschiebt sich aufgrund von das Amt um. Sorry, Markus. Ja. Ja. Fett vom nächsten Mal drauflegen. Fette Sorry an Markus. 12 zu 4. Oh. Und nächste Straße. Haben wir überhaupt noch die gesammelt, oder? Habt ihr die gesammelt und habt sie alle auf einmal gemacht? Das Problem war ja, dass ich letztes Mal eigentlich den kompletten Jahrgang von 1988 durchgelesen habe bei Wikipedia. Also alle Katastrophen, politischen Ereignisse, gesellschaftlichen Ereignisse, wichtige Berühmtheiten, die geboren oder gestorben sind. Und ich habe keine Yay! Ahnung, was der hier als... Wir sind durch! Ich glaube, wir waren bei 6 oder 7 Straßen, oder? Ich habe nach der dritten aufgehört zu zählen, weil ich dachte, na, es geht noch ewig weiter. Dann bist du wahrscheinlich ganz schön langweilig gewesen. Ach nee, war nicht. Nein. Also spätestens als es anfing mit den Namen, da wurde es ganz witzig. Den war irgendwie auch langweilig, es ist nichts passiert die Woche.